Bei unserem Projekt haben wir uns die Probleme, die immer auftreten, wenn viele Menschen in beengten Verhältnissen sind, auftreten, haben wir uns angeguckt und überlegt, wie kann man die denn lösen. Und unser Ergebnis war Crowdflow, wo wir mit Hilfe von WLAN-Geräten, WLAN-fähigen Geräten, deren Netzwerkanfragen mithören und per Triangulation deren Position feststellen. Ich weiß jetzt nicht, wer als nächstes über was reden möchte. Sie erzählt uns etwas Genaueres über die Anwendung. Die Anwendung ist dazu da, um zum Beispiel Großveranstaltungen automatisiert zu überwachen, um zum Beispiel Massenpaniken zu vermeiden, wie bei der Love Parade, indem man sieht, wo die meisten Menschen hergehen und welche Wege sie benutzen. Und die Daten sind auch da, um öffentliche Infrastrukturen zu optimieren, um zum Beispiel zu sehen, welche Rolltreppen in einem Einkaufszentrum am meisten benutzt werden. Ja, zur technischen Seite. Wir haben die Daten erhoben mit drei Raspis. Das sind so kleine 30 € teure Computer, auf denen Linux läuft. Davon hatten wir drei Stück. Da hatten wir so eine normale WLAN-Karte dran, die aber jetzt nicht sich einfach mit einem WLAN verbunden hat, sondern die einfach alle WLAN-Pakete, die halt so durch die Luft geflogen sind, einfach aufgesaugt hat und uns dann über 100 Meter Netzwerkkabel alle zusammengefunden haben. Da nochmal ein dickes Danke an Wetter dafür, dass er uns so viele Kabel gegeben hat. Ja, und die Pakete gesammelt haben wir einfach mit ganz normaler Software dafür. Da haben wir Wireshark genommen oder SkyPy, was dann Scapy, was dann nochmal ein bisschen nerdiger ist. Genau, und das Management haben wir dann über Apache Kafka gemacht, beziehungsweise die einzelnen Pakete, die dann diese Geräte aufgesaugt haben, haben wir dann über Kafka ans Backend verteilt. Die Visualisierung haben wir über HTML5 und WebSockets gemacht. Ein Hauptbestandteil dieses Projekts waren Kabelbinder für die als Infrastrukturprovider. Also ich glaube, wir haben zwei oder drei Tüten da weggehauen und Koffein, weil das ja ein sehr langwieriger Prozess war. Ja, am Ende werden die Daten dann in einer Live-Heatmap visualisiert, wo man halt sieht, wo viele Menschen sind und wo sie vielleicht die Menschen stauen und wo man merkt, dass man danach bessern muss. Ja, Dankeschön. Ich hätte noch eine kurze Frage hätte ich noch, und zwar, gerade wenn es um große Massen geht, kann das System unendlich viele Teilnehmer verkraften oder gibt es da Probleme? Ja. Kann es. wir haben ja das getestet unter den Bedingungen, dass 200 Nerds gleichzeitig nerdige Sachen im WLAN gemacht haben, und das hat es geschluckt. Und auch das Backend, was wir genutzt haben, Kafka, ist zwar unglaublich kompliziert und wir haben unglaublich darunter gelitten, aber das skaliert großartig. Vielen Dank auch für euer Leiden, das ihr für uns ertragen habt. Dankeschön.